Sehen wir uns auf World of Trading? Ich bin am 30.09. und 1.10. für euch da. Für jede Frage und Antwort stehe ich parat. Und am 1.10. ist ein kostenfreies Seminar um 10 Uhr im Raum 1. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt machen wir unser Marktupdate. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und mein Name kennst du, Nazila Jafari, und wir machen ein sehr kurzes Update von unserem letzten Video mit dem DAX und Co. Wir haben nach oben. Ich habe extra immer wieder oben gesagt, im Bereich 12.870 bis 12.935. Bitte, wenn du in einem Long-Position bist, in einer Hedge-Position bist oder vorhast, am Montag zu machen, also bitte auch dort dann deine Position absichern. Für mich war diesen Bereich relativ Pflicht, dass es zumindest mal noch einmal erreicht wird. Unseren DAXI Gegensatz zu Nasdaq hat am Montagmorgen ein bisschen Rambazamba nochmal gemacht, aber dennoch im Bereich von letzten Male und unseren Mussziele, falls du dich erinnerst, genau dort angehalten. Und schlussendlich, jedes Mal ist eine Pro-Zügler-Long oberhalb von 12.700. Für diejenigen, die natürlich auch um das Wochenende oder am Montagmorgen gemacht haben, herzlichen Glückwunsch. Dennoch Dreh und Angel. Der Dreh und Angel ist und bleibt im Bereich 12.935. Das ist für mich ganz, ganz wichtiger Bereich. Habe ich euch ja dann auch mitgeteilt, als wir hier waren. Falls das Ding dann darunter geht, dann würden wir 12.007 sehen und dann ist das schlussendlich, wie gesagt, gestern auch noch mal ein bisschen tiefer gegangen. Das bleibt im DAX unten 12.700, oben 12.935. Die beiden Bereiche bitte behalte es. Ich habe gesagt, wenn nach so einer Bewegung der Markt ein bisschen Korrektur geben möchte, es wird nervig. Das habe ich ja schon vorher gesagt. Das heißt, auch gestern war nicht so große Überraschung, dass da diesen Geplänkel unten gibt. Dann aber im Anschluss dann der Markt Impuls bildet. Der ist müde gewesen, der hat sich ja auch gezeigt. Für mehr Rambazamba nach unten ist eigentlich nicht machbar. Du musst dir vorstellen, wenn da jemand dann 42 Kilometer gelaufen ist, dann hat es keinen Bock, so nochmal 10 Kilometer drauf zu packen. Also zumindest mal eine Erholung ist für Markt eine Pflicht, dass es dann, wenn er fallen möchte, dann zu tun. Wie gesagt, hier wird es auch für einen eventuellen Long, genauso wie wir vorher gehabt haben. Ich möchte euch nur erinnern in diesem Bereich, dann seht ihr, wie der Markt war. Lasst euch dann nicht von dem Markt verunsichern und dauernd vielleicht auch ausstoppen. Ein bisschen warten ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ein bisschen warten auf die Chancen und dann natürlich dann agieren. Okay. Wir haben jetzt mit der Situation zu tun, oben sind wir fast präzise abgeprallt, also und danach auch Impuls gebildet. Wir brauchen für den lieben Longs, wir brauchen den Stopp diesmal bei 12.700 noch einmal. Dann haben wir eventuelle Chancen, diesen Bereich zum Durchbrechen, beziehungsweise es ist immer noch nicht, aber für Shorties wirklich was getan. Ich habe ja gestern meinen Absolventen gesagt, die Shorties sind ziemlich gechillt gerade. Aber was ganz wichtig ist, ist es, dass dieser Bereich dann nicht mehr für Shorties dann nach oben verlassen wird. Wir haben ja damit oft zu tun gehabt. Ihr seht ja auch, dass es die Sache ernst ist, okay? So, aber wenn nach oben gehen soll, jetzt habe ich meinen Chart zerschossen, wenn nach oben gehen soll, muss die 12.700 halten. Also, wenn der 12.700 diesmal dann Impuls bildet, dann haben wir definitiv mit mindestens ein 12.600, 12.530
und in den Impulsfall 12.4, 12.3 und so weiter zu tun. Wir haben ja in unserem Marktupdate den Big Picture und ich würde es gleich auch noch mal ganz kurz zeigen. Im Big Picture haben wir sehr oft darüber gesprochen, aber wie ich im letzten Video gesagt habe, ich bin nicht jemand, der sagt, der Markt fällt oder der Markt steigt. Ich muss immer wissen, von welchem Bereich gehe ich, weil die Chancen einfach enorm groß ist. Also egal, wie der Markt dreht und wendet, dass ich weiß, meine Position wird ins Plus gehen und nicht, dass ich gegen den Markt immer eine Position aufmache. Also salopp zu sagen, ich bin short, ich bin long, ist Blödsinn, wenn schon. So wie ich euch mitgeteilt habe, da musste man machen und natürlich auch alles andere, was man in den Korrekturen vielleicht abfischen kann. Dafür musst du aber unbedingt dich auskennen. Ansonsten lieber einfach nichts machen, wenn du einmal die Position laufen gelassen hast. Einmal in diesem Bereich abgesichert, habe ich meinen Absolventen gesagt und bitte jetzt setz dich auf deinen Hände und mach nichts. So, das ist wirklich viel, viel besser, als wenn man einfach unnötig oder nicht wissend im Markt rein und raus springt. Soweit jetzt zu dem kurzen, einmal den Big Picture zeigen. So, das ist unsere Big Picture. Wir haben diesen Chart, wie gesagt, hier oben gehabt, dass ich euch den Short-Positionen hier oben gezeigt habe, wo können wir und dass der Markt der Rutsch nach unten gibt. Das ist der Trend. Für diejenigen, die neu sind hier oder nicht gesehen haben. Und wir haben diesen Bereich noch einmal, also nach einem erfolgreichen Long haben wir da noch mal rechtzeitig immer wieder über einen Dreh im Markt besprochen. Wie gesagt, für mich ist präzise Arbeiten ganz wichtig. Der Markt ist bis zum Trend gegangen und haben wir 14.000 wieder super abfischen können und zum Schluss dann noch mal die Erholung. Schaut bitte in Big Picture. Also wenn der Markt hier zum Beispiel ist, dann sieht ja keiner, sagt, ach ja, das wäre kein Problem gewesen. Das stimmt nicht. In Investitionen und Trading ist präzise Arbeiten super wichtig. Ihr müsst einfach, der Gewinn liegt im Einkauf und nicht im Verkauf. Ihr müsst einfach mal wissen, natürlich, wo ist mein Ziel, aber ihr solltet ja dann natürlich entsprechend auch gut einkaufen können. So, im Big Picture habe ich damals diese Pfeile gesetzt bis zu dem Trend und habe gesagt, gut, darunter wird es dann, ich habe ein Mussziel im Bereich 12.220, 11.900. Dennoch habe ich alle diese Dinge, die Korrekturen auch hier besprochen. Und das ist, wie gesagt, was für mich ganz wichtig ist. Big Picture hin oder her. Ich habe sogar Short-Positionen, die Optionen von da oben und der Future. Immer noch, aber, da muss man immer wieder wissen, wo gibt man der Gas raus, wo hedge man massivst dagegen oder reduziert den Position, denn ich kann immer noch in Position reinkommen. Gut, im Big Picture, wie gesagt, wir haben hier in kleinem Bild gezeigt, dass wir hier natürlich einen ganz klaren Korrektur hatten und sollte der Markt anfangen zu rutschen. A ist der Trend im Bereich 12.400 ganz wichtig. Ansonsten rutschen wir nach unten im Bereich der Mussziel 12.220 bis 11.900 und so weiter und so fort. Soweit sind wir nicht, deswegen nur zur Information. Da, wo ich natürlich von einer Erholung rede, je nachdem von manchen von euch, ist es wirklich wichtig, dass man in Erholung nicht reintappt. Und das ist halt eben auch gestern der Fall gewesen. Okay, wir schauen noch mal ganz kurz auf das kleine Bild. Genauso wie besprochen, achte bitte auf 12.700. Sollte 12.700 halten. Die Korrektur Nummer 2 ist dann nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir gehen noch einmal, können wir noch einmal. Das ist alles noch im Markt drin. Das darf der Markt, kann der Markt. Und anstatt zuschauen und sagen, naja, hin und her, einfach diesen Bewegung dann mitnehmen. Ganz wichtig bleibt diesen Bereich oben
um oben nach oben zu verlassen und im Bereich 13.050, 13.150, der für uns der nochmaligen Hürde wieder bedeutet, müssen wir hier zumindest mal CRV, für das ein bisschen mehr Vollgas geben, vor allem hier halten. Das ist erst einmal unseren DAX, da drunter rutschen. Wie gesagt, dann werden wir mindestens wieder 12.600, 12.530 sehen und darüber hinaus unsere Trend wieder antesten. Soweit, so gut zu den DAX. Machen wir kurz den Nasdaq. Der braucht eigentlich gar keine Sprache, der hat ja selber gesprochen. So, also das ist, ich habe ja gesagt, ich habe meine Nasdaq-Position maximal reduziert und habe meine Nasdaq-Position auch maximal gehedged, und zwar am Freitag. Und wie wir sehen, hier ist sauberer, DAX war ein bisschen, das ist aber typisch DAX, das braucht man, ja, mit DAX. Also, das ist Montag, also gestern gewesen, der Markt ist von Freitag-Analyse dann am Montagmorgen noch einmal nach unten, dann im Bereich 11.800 gehalten und sauber 12.030 gesehen. So, hier war unser Dreh- und Angelpunkt. Ich bitte euch, wenn ihr den Long gemacht habt, den Hedge gemacht habt, hier zu schauen und hier zu beachten. Haben wir darüber genug gesprochen, und jetzt ist genauso wichtig. Wir können korrigieren bis im Bereich 11.900, 11.880 so ungefähr. Und sollte diesen Bereich halten, werden wir noch einmal dann nach oben gehen. Also müssen wir nicht bis dahin korrigieren, können wir bis dahin korrigieren. Der Punkt ist, darunter hinaus wird der Markt nochmal, also vor allem impulsive, ne, impulsiv ist sowas, also ratzfatz runter, wird der Markt signalisieren, ich will nochmal tiefer gehen. Ansonsten wird dann in Anschluss natürlich der Markt einfach noch einmal schaffen, bis 12.100, 12.200 zu gehen, und genauso wie DAX, der 13.050, 13.150 als Hürde hat, der nächste, dann wird es ja dann, wie wir gehabt haben, weiterhin hier unsere Hürde sein. Müssen wir erst einmal abwarten. Heute ist ganz wichtig, diesen Bereichen sind ganz wichtig. Wenn der Markt da drunter geht, dann werden wir im Nasdaq das hier eine Korrektur gesehen haben, und der Markt geht weiterhin dann nach unten. Also für einen Hedger ist einfach gefundenes 200 Punkte und sicher sein und nachts besser zu schlafen. Jemand, der von oben hier seinen Short-Bewegung gemacht hat und könnte hier natürlich wieder seinen Long reduzieren und jetzt wieder gechillt einfach den Markt anschauen. Also gechillt ist immer das Wort, das wir immer wieder beachten müssen. Es ist wichtig, dass wir als Trader uns nicht so viel Stress machen. Ich sehe, dass viele Leute das tun, leider, und entsprechend, irgendwann mal kommen sie in einen Strudel des Stress, und das ist nicht in Ordnung. Also schaut euch mal natürlich ab und zu mal auch in Instagram vorbei, wenn ihr wollt, wenn ich die Zeit habe und gerade die Hände frei habe. Ich bin schneller bei euch als normalerweise bei irgendjemand anderen, und ich sage natürlich entsprechend, was ich gerade hier tue. Ansonsten, ich wünsche euch von ganzem Herzen eine wunderschöne Woche, und ich hoffe, wir sehen uns in Frankfurt. Falls du kannst, super gerne, und schreib mir unter den Kommentar, ob ich mich auf dich freuen soll. Ich habe sehr viele Facebook und sehr viele Instagram Nachrichten bekommen und vor allem auch E-Mail. Ja, ihr habt ja letzten Tagen auf unsere Webseite euch auch registriert. Ich danke für euren Vertrauen vor allem, und schauen wir mal, dass wir super schöne Zeit in Frankfurt miteinander verbringen. Ich freue mich auf euch, einen wunderschönen Tag, und bis dann, eure Nasila.